Ja, noch ein bisschen zur Schreibweise der Transformation und Rücktransformation. Also ihr habt eure eigentliche Funktion und geht dann über in den Frequenzbereich. Ich schreibe es jetzt erstmal wie folgt. Groß F Omega ist gleich Integral, minus unendlich bis unendlich, komplett einmal durch. E hoch minus I Omega T mal F von T, dt. Und wenn ihr wieder zurückgeht zur eigentlichen Funktion, dann haben wir das Paket mit 1 durch 2 Pi, Integral von wieder minus unendlich bis plus unendlich und dann e hoch i Omega t mal im Frequenzbereich die Funktion und dann d Omega. Bisschen Spielerei, dass man nicht durcheinander kommt. Um hierhin zu kommen, habe ich f von t Fourier transformiert. Also das ist auch gleich dem. Nicht, dass ihr da irgendwie durcheinander kommt. Da seht ihr wahrscheinlich auch mal f Hut Omega. Also davon nicht verwirren lassen. Das kommt dann immer drauf an. Hier kann ich auch sagen, das ist wiederum die Fourier-Transformierte selber und dann f hoch minus 1 zurücktransformiert. Wieder zur eigentlichen Funktion. Also von hier nach hier. Da solltet ihr eigentlich locker mit zurechtkommen. Vielleicht noch erwähnt, viele wundern sich immer, dass dann in deren Skripten, in euren Skripten, in einem anderen Skript dann hier mal nicht 1 durch 2 Wurzel, 1 durch 2 Pi steht, da habe ich es schon im Kopf, sondern dann steht irgendwas mit Wurzel 2 Pi, 1 durch Wurzel 2 Pi. Dann ändert sich bei beiden aber etwas. Das hat dann immer damit zu tun, ihr dürft jetzt nicht einmal quer mixen. Das heißt, es gibt jetzt noch, ich könnte das noch anders hinschreiben, mache ich vielleicht in einem anderen Video. Daran soll es aber nicht scheitern. Ihr werdet da sicherlich eine Vorgabe haben, wo ihr hin und her rechnet. Viel wichtiger ist ja das Verständnis. Ich habe hier noch von einem Vorvideo so ein bisschen die ganze Geschichte, warum ich überhaupt transformiere, weil es mir dann im Frequenzbereich es einfacher macht, gewisse Geschichten zu vollziehen, um dann wieder zurück zu transformieren. Es wird auch bei Differentialgleichungen anzuwenden sein. Ja, Verständnis ist besser als die blöde Rumrechnerei, die kriegt man dann auch so hin.